Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei der Medizinakademie des Deutschen Roten Kreuzes Karlsruhe, Sprechstunde. Wir haben zu Gast den Direktor der Augenklinik, Herrn Professor Dr. Albert Augustin. Gleich eine provokante Frage, Herr Professor Augustin. Ich sehe in unseren Klassenzimmern bei den Schülerinnen und Schülern eine immer steigende Zahl von Brillenträgern, Smartphones als mögliche Ursache. Und was passiert da im Auge? Die Smartphones gelten natürlich schon seit langem als Ursache für eine zunehmende Kurzsichtigkeit, wobei wir eigentlich glauben, dass es nicht die Smartphones sind, sondern dass es Lesen bei schlechter Beleuchtung ist, was die Kurzsichtigkeit fördern kann. Gleichzeitig haben wir auch viel mündigere Menschen heutzutage. Die Leute wollen besser sehen. Und wer die Kurzsichtigkeit oder schlechtere Sehen verspürt, geht natürlich zum Augenarzt oder zum Optiker und lässt sich natürlich korrigieren. Das mag auch mit ein Grund sein, warum man mehr Brillen sieht. Was sind denn die ersten Anzeichen für Kurzsichtigkeit? Die ersten Anzeichen ist, dass man in der Ferne schlechter sieht. Und das betrifft eigentlich alle Altersgruppen? Naja, die Kurzsichtigkeit nimmt natürlich üblicherweise im jugendlichen Alter zu, erreicht dann irgendwann, wenn es keine pathologische Kurzsichtigkeit ist, einen Stopppunkt, einen Endpunkt und das muss halt dann korrigiert werden. Kurzsichtigkeit, behandelbar außer mit Brillen? Also erstmal behandelbar per se nicht, aber Sie wissen ja, dass es diverse Lasermöglichkeiten gibt. Man operiert an einem Organ, das eigentlich mit der Kurzsichtigkeit nichts zu tun hat, nämlich an der Hornhaut. Die hat 42 Dioptrien Brechkraft und da kann man natürlich so ein bisschen was wegnehmen mit einem Laser beispielsweise und sozusagen das Minus, das man hat, diese Kurzsichtigkeit etwas wegkorrigieren, indem man die Hornhaut zurechtschleift. Also ist behandelbar? Nein. Kurzsichtigkeit ist nicht behandelbar. Ich behandle den Brechkraftfehler an einem völlig anderen Organ. Ich bin dennoch weiterhin, was die Pathologie anbetrifft, kurzsichtig. Das kurzsichtige Auge ist ja relativ gesehen zu lang. Und diese Verlängerung des Augapfels wird ja nicht behandelt. Also insofern ist die Kurzsichtigkeit nicht behandelt. Und jetzt Kurzsichtigkeit in früher Jugend. Kann das im Alter zu noch größeren Schwierigkeiten führen, beispielsweise zur Erblindung? Ich glaube, man muss es anders sagen. Die Kurzsichtigkeit in der Jugend, wenn sie zunimmt, wenn das Auge, der Augapfel immer länger wird, dann werden natürlich die Gewebe im Augeninneren gedehnt und es steigt das Netzhautablösungsrisiko. Und das gilt nicht nur fürs Alter, sondern das kann auch bei 20- oder 25-Jährigen oder 30-Jährigen schon passieren. Deswegen kontrollieren wir Augenärzte die Kurzsichtigen auch relativ regelmäßig und regelhaft. Ah ja. Also, Sie sind quasi eine der ersten Anlaufstellen bei Verdacht. Ja. Pupillenerweiterung und die Netzhaut sorgfältig in der Peripherie angucken, weil die ist relativ zu kurz im Vergleich zum Augapfel, weil der ja gewachsen ist, ohne dass die Netzhaut mitgewachsen ist. Und das muss dann regelmäßig kontrolliert, überprüft werden. Und unter Umständen muss man Defekte oder Sollbruchstellen lasern. Und so eine Behandlung mit Lasern ist unproblematisch oder gibt es da Risiken? Die ist eigentlich unproblematisch. Natürlich gibt es immer Risiken, aber die ist eigentlich unproblematisch. Und Sie haben gerade noch angesprochen, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, kann die Kurzsichtigkeit noch was machen? Die Kurzsichtigkeit kann tatsächlich aufgrund dieser Dehnung des Augapfels auch Makulaveränderungen machen, die so ein bisschen ähnlich sind der altersbedingten Makuladegeneration mit Gefäßneubildungen. Und das kann natürlich dramatische Folgen haben für Sehvermögen. In der Sommerzeit, in den Sommermonaten, gibt es doch viele, die ungeschützt in der Sonne sich bewegen. Also das heißt auch im Winter. Also ich beispielsweise habe auch nie eine Sonnenbrille aufgehabt oder eine Skibrille, was natürlich nachlässig ist. Ja, das hat aber mit der Kurzsichtigkeit jetzt per se nichts zu tun, sondern da geht es um die Makula, die natürlich nichts vergisst, wie unsere Haut auch. Ja. Je mehr Sonnenbrände, desto höher das Risiko, dass man den schwarzen oder braunen Hautkrebs kriegt. Und die Makuladegeneration scheint auch tatsächlich häufiger aufzutreten bei Menschen, die vermehrt lichtexponiert waren im Laufe ihres Lebens. Ach ja.
Also vielen herzlichen Dank für diese sehr informativen Hinweise. Ich hoffe, dass es auch angekommen ist bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Man darf das nicht unterschätzen, das Risiko, das man da eingeht. Und deswegen danke ich Ihnen sehr herzlich für diese Hinweise und diese Informationen, Herr Professor Augustin. Danke.